Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ingi ist allein und alle anderen machen irgendetwas. Ja. Ja, wir sind wieder wir hier heute in Minish Camp. Nein, Spaß, in Force Swords. Das ist meine Anmod. Ja, okay, okay. So, und wir machen heute machen wir wieder. Okay, mach deine kranken Spielchen, mach was du nicht lassen kannst. Heute machen wir Pfeil und Bogen. Ja, Pfeil und Bogen. Feuerbogen! Ey! Okay, ich geh unten lang. Sehr langes Let's Play. Oh ja, das wird lange dauern. Ja! Du hast Fall und Bogen gehalten. Leg an, zieh durch und feuer frei. Hä, was ist los? Alter, ich war grad stuck. Setzt ihr Fall und Bogen ein, haltet A gedrückt, um eurem Schuss mehr Kraft zu verleihen. Manche Objekte in den Verliesen werden sich bewegen, wenn ihr auf sie schießt. Okay. Und wem? Ah, den kenne ich noch. Trefft ihr das Auge? Ja, was dann? Dann wird der böse! Wieso lebt der? Den kann man nur abschießen mit ins Auge. Er ist auf dich fokussiert. Pass auf! Wow! Mann, ey. Alter, wie viel? Da, 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 da. Oh, wir müssen das gleichzeitig machen. Okay. Wow. Ey, lass mich durch! Ja, seid ihr ready? Warte, was sagt der? Holt tief Luft und setzt eure Bögen gleichzeitig ein. 3, 2, 1, go! Naja, das war großzügig vom Spiel. Oh nein. Ey, hör auf! Hör auf! Jetzt ist vorbei. Also jetzt ist es vorbei. Ihr müsst die muss man nicht gleichzeitig, die muss man nicht gleichzeitig. Nein! Komm mal rüber. Nein, lass mich los! Nein! Lass mich in Ruhe! Und Leute, hier draufstellen! Los, draufstellen! Nein, Ingi, das ist mein Feld, danke! Das war Bogen-Tutorial! Wir haben 1400 Rubine-Bonus bekommen! Yippie! So, nächstes machen wir Pegasus-Stiefel! Sind das die? Heißen die so? Ich weiß es gar nicht. Die hatten wir bisher noch gar nicht, glaube ich, oder Ingi? Doch. Waren die in Minish Cap? Ja. Ja? Ja, dann doch. Ich setze bei Identity vor am Starkquallen. Ich bin nicht dabei. Wieso kann ich euch nicht grabben? Wieso geht das nicht? Muss ich Pixel perfekt sein dafür, oder was? Hallo? Jetzt kommt endlich mal ran! Danke! Wir müssen schnell machen, bevor Zelda heiratet. Mit Vati. Ich will sie heiraten. Ist das dann ihr Vati? Mit den Pegasus-Stiefeln könnt ihr laufen wie der Wind, wenn ihr A gedrückt haltet. Es ist sogar möglich, eure Freunde zu schieben, wenn sich alle in einer Reihe aufgestellt haben. Stellt euch vor, wie ich los. Auch gelingt es euch, mit Hilfe dieser Stiefel rutschige Abhänge zu erklimmen, die zuvor unpassierbar für euch waren. Hä? Ich habe gar keine Stiefel bekommen. Ich hab keine bekommen, hä? Hier sind keine mehr. Stell dich vor mich. Okay. Uah, cool. Es fühlt sich eher gummiartig an, aber vielleicht könnt ihr mit Hilfe der Pegasus-Stiefel. Ja. Moin. Step on the banana. Ah, Hilfe! Das esse ich zum Mittag, das ist Götterspeise. Die würde ich gerne essen. Oh, da ist jetzt Zucker drauf. Ja, wir kriegen alle unsere eigenen Stiefel. Deine haben schon gestunken. Nutze die Geschwindigkeit des legendären Hengstes! Okay, mach ich. Ja! Danke für die Fee. Ah, nicht die Schwarzen einsammeln, dann verliert man Geld. Achso, da muss ich hoch da. Ja, danke! Aua! Warum drängst du mich an die Wand? Ey, hast du Probleme? Hast du Probleme oder was? Leute, vergiss nicht, wir kriegen Bruno. Leute, ja, wir müssen es beeilen. Wir brauchen der Bonus! Boah, 400 Rubine war der Bonus. Hat sich gelohnt. Okay, wir gehen einfach mal im Kreis rum, würde ich sagen. Bumerang! Boah, Bumerang ist schon lange her. Gab's den in der Minish Cap? Nein. Ich glaube nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Wer bin ich eigentlich gerade? Der Grüne. Hä, wieso habe ich meine nicht eingesammelt? Hä? The hell?
Der Bumerang eignet sich hervorragend zum Einholen von Items, die sich außerhalb eurer Reichweite befinden. Okay. Ihr könnt den Bumerang dazu verwenden, Schalter aus einiger Entfernung zu aktivieren. Sind hier welche? Oh, hier ist eine Küste. Badadada. Was ist hier? Das Schießstand. Macht der fucking Standard-Bumerang-Schaden, würde ich gerne wissen. Nee, ich glaube, der macht keinen Schaden. Doch, der hat ja gerade die Schleimbombe umgebracht. Ja. Hä? Ja. Achso. Ja. Ah. Boah, ist der komisch zu steuern. Also, der war auf jeden Fall nicht in Minish Cap. Der ist seltsam. Der gefällt mir gar nicht. Kommt ihr mal? Ah, ich kann euch schieben. Das tut mir leid. Ich wollte euch nicht schieben. Ey. Aber die Grafik hat mich voll an Feuerrot, Blatt, Grün, ehrlich. Warte mal, warte mal, warte mal. Hol mich jetzt aber auf, hol mich mal auf, hol mich mal auf. Geht das, das nicht? Ich dachte, wir können so einen Turm Heroes bilden, das wäre so cool. Das ist nicht Triforce Heroes. Okay. Ding, ding. Sehr schön. Bomben! Die kommen als nächstes. Was wird das? Lass das! Lass das! Yeah! Es wird noch eine Weile dauern, bis links mit sich selber in Einklang kommt. Jetzt haben wir zwei Fische. Mit Hilfe von Bomben könnt ihr Blöcke mit Sprüngen zerstören. Drückt A, um eine Bombe zu legen, drückt ihr A nochmals, werft ihr sie. Wird A gedrückt, nachdem die Bombe am Boden liegt, könnt ihr sie so zur Explosion bringen. Also kann man selber entscheiden, wann die explodieren. Wende sie, um Wände zu springen. Ja, kann man. Es ist so wie bei Bomberman. Oh, das ist cool. Also mit diesem Power-Up Bomberman meine ich. Bomben können über niedrige Wände geworfen werden, um etwas auf der anderen Seite zu sprengen. Ey! Okay. Hey! Achso, andersrum. Ich hab's richtig gehabt. Komm schon! Blau! Blue, du musst! Blue, du musst! Komm schon! Du musst drücken! Drücken! Du hältst es nur fest. Du hältst du musst, du musst einfach gegenrennen. Gegenrennen, Blue. Gegenrennen. Nein, einfach rennen. Einfach nach oben gedrückt halten. Nach oben gedrückt halten. Aber nicht R drücken. Nicht R drücken. Einfach nur oben. Ja. Danke, Bluey. Oh, Mann. Bomben können auch... Ja, das wissen wir. Well. Oh, mit der Bomben kann ich dich umbringen. Was sagt der hier? Manchmal können auch stabil aussehende Wände zum Einschuss gebracht werden. Haltet B gedrückt, um eure Schwerter zu zücken und berührt mit ihnen die Wand. Spitzt die Ohren und achtet auf merkwürdige Geräusche. Oh, schau mal, was wir haben. Unseren lieben Hut. Oh, oh. Schmeiß mal rüber, ich schmeiß dann da runter. Okay, okay. Du musst es aufheben. Achso, achso, mit R muss ich es aufheben. Das ist so komisch, dass mit R aufheben muss. Ohne mindestens 100 Rubine ist das Spiel zu Ende. Hä? Das ist wie Sonic. Hä, warum haben wir jetzt verloren? Sind wir jetzt Game Over? Nein, wir haben noch einen Rubin. Hör auf, wieder hinten hinzuschmeißen. Achso, ich muss den Schalter aktivieren. Komm her. Drück Schalter. Jetzt. Geht doch. Geht doch. Boah, es war knapp. Wir werden fast down gegangen. Wir müssen vorsichtiger sein, Freunde. Ich muss vorsichtiger sein. Oh, der Mantel, der ist cool. Damit kann man fliegen. Doppelsprung, da kann man fliegen. Aber hey! Nein, das ist mein Platz. So suchst du deinen eigenen. Geht doch. Was ist denn hier? Der ist cool. Das ist der geile Mantel. Ja. Die fand ich schon damals im Minish Cap geil. Du hast den Greifenmantel erhalten. Gleite mit einem besonders weiten Sprung durch die Lüfte. Die Steuerung ist A und dann noch halt A gedrückt. Also A und dann nochmal A gedrückt halten. Ja, bei mir hat es gerade nicht geklappt. Was ihr hier seht, ist ein sogenanntes Portal. Ihr könnt durch das Portal nach oben springen oder von oben darauf landen. Junge, das ist einfach ein Gitter. Was für Portal, Junge. Das ist aus Super Mario auf dem DS. Was? Danke, Daddy. Ich hab's auf diese Gitter, aber die waren nicht. Die waren nicht. Boom. Guck mal, ich kann rückwärts. Leute, müssen wir nicht weiter? Ja, was sagen. Aber wir hätten es auch unter einer Minute schaffen können, hätte nicht rumgealbert. Hä,
da stand 1 Minute 3 Sekunden. Unter einer Minute ist wie viel Zeit? Okay, letztes Tutorial. Übrig war, oder? Geht's ja, Fragezeichen. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen mit der Audio rumgespielt. Sorry dafür. Ich lasse es mal so. Das ist, glaube ich, ein Magnet, oder? Das ist der Magnetpilz aus Pflanzen gegen Zombies. Danke, Danny. Ja? Kommt da noch was? Ich sehe ein Dreieck. Oh, ich sehe ein Großdreieck. Oh, ja, geht doch. Du hast den Magnetenhandschuh erhalten. Nutze Adhäsion und Repulsion des Magnetismus. Lade den Knopf los. Lass den Knopf los, ja, um die Polarität zwischen Plus und Minus zu wechseln. Dies ist ein Magnetblock. Mit Hilfe von Magnethandschuhen könnt ihr euch an sie heranziehen oder euch von ihnen abstoßen. Kann ich euch nicht hören? Ja, abstoßen würde ich sowieso. Moment, lass mich mal los, lass mich mal los. So, Moment. Setzt ihr die Magnetschuhe ein, könnt ihr euch über Entfernungen weg. Und du? Was hast du zu sagen? Oh, Druck A zwischen umzuschalten. Oh mein Gott. Ja, ist gut. Mike, hast du es gesehen? Nee, was denn? Die haben ihr Schild rausgepackt und dadurch konnte ich die rüberziehen. Weil das aus Metall ist, das Schild. Echt? Ja. Mann! Wie geht denn das? Ah. Das war doch nicht gesehen. Komm ich mit? Oh Gott, Gott sei Dank. Manche Kreaturen könnt ihr erst dann besiegen, wenn ihr den Magnethandschuh gegen sie einsetzt. Hütet euch vor diesen Bestien. Hütet euch. Leute, wenn ihr den Magnethandschuh auch habt, dann könnt ihr auch weggezogen werden. Auch wenn ihr den nicht draußen habt. Die sind einfach magnetisch geladen. Na komm rauf jetzt. Ja. Boah, Alter. Ingi. Wo ist die Glasfaserleitung? Wenn man sie mal braucht. Alter. Hallo? Online. Ja, Leute, was soll ich sagen? Das ist die einzige Möglichkeit, dieses Spiel zu spielen, ne? Also, es gibt theoretisch noch andere, aber... Digga, was ist hier los? Okay. Junge, das ist gerade Mario Maker Dia Show. Aber wirklich, echt angegriffen! Aua! Bitte! Hallo! Alter, ich kann nichts tun! Gott! Hallo! Gaming! Mit Hilfe des Magnethandschuhs könnt ihr eure Gefährten mit euch ziehen. Dies funktioniert selbst dann, wenn sie eine Wand zwischen euch befindet. Es ist sogar möglich, sie zu bewegen, während ihr euch gegenseitig anzieht. Okay. Max, bleib da mal stehen, ja? Hä? Wie machst du das? Oh, okay, warte. Hi! Ah! Hilfe! Leute, ist das cool. Warte, ich schieb das mal weg. Jetzt muss einer von euch Ingi helfen. Muss ich da auf den Knopf stellen? Jetzt. Wir sind durch. Das ist ein neues Item. Das ist interessant. Das gefällt mir aber, dass man sich so wegziehen kann. Ja, ich schau mal ab der nächsten Folge, wie das mit dem Sound passt. Ich lass erstmal so auf leise. So, gibt's noch was? Ich glaube, eins gibt's noch. In der Mitte. Nee, das waren alle. Da auch in der Mitte. Hä, wie kommen wir denn in die Mitte? Ach, von oben? Fragezeichen. Was ist denn hier jetzt? Habt ihr euch alles gemerkt? Wenn dem so ist, dann solltet ihr für den Test bereit sein. Okay, jetzt kommt der Test. Ich habe in der Wurstschule gelernt, das! Ich habe in der Zelda-Schule gelernt. Okay. Jetzt kein Händchen halten mehr. Jetzt kommt der Test. Schalter. Danny? Oh, was ist das denn? Ja, cool. Ich hab was eingesammelt. Ja. Du. Wieso hast du Bomben? Bomben. Waren die bei dir? Er geht einfach weiter. Hier sind noch Rubine, aber okay. Denk dran, wir brauchen viele Rubine, sonst kriegen wir kein gutes Ending. Das ist Cap. Also, das weiß ich nicht. Das klang so im Tutorial in dem Intro. Ja. Gott, ich kann das nicht mehr hören. Mann, das ist so schlimm, dass man nicht in einem Grid sich bewegen kann, weil das ganze Spiel befindet sich auf einem Grid, aber man selber kann sich frei bewegen. Das ist komisch. Ich mag das nicht. Ja, mein Minish Cap hat das besser funktioniert als hier, weil hier ist alles so schnell. Ja, echt so, der Speedrun, das ist ja einfach durch.
Ich spiel halt einfach. Ja, dann spiel mal ein bisschen weniger. Hau ab! Hau ab jetzt! Danny. Ich krieg dich noch! Ich krieg dich! Juhu! Das will ich sehen. Also, oh, schade, das geht nicht. Ja, die kann man schieben. Das will ich aufgeben. Muss das aufgeben? Ja, das kann man mit dem Bumerang, glaube ich. Nee. Hallo, hey. Hallo. Da kam ich einer rüber. Oh ja, stimmt. Ja. Stimmt. Komm ich einmal rüber? Danke. Komm mal her, ich werf euch rüber. Komm her. Ich werf euch rüber. Komm her, ich werf dich rüber. Komm, komm, Bluey. Blue. Ey, hör auf mich zu schubsen, Daddy. Du als erstes. So, und jetzt, Max. Komm her. Vio, mach das. Vio. Vio. Vio ist doch diese Wasserflasche da. Was? Wie findet ihr eigentlich das Spiel bisher? Was ist euer erster Eindruck? Aus. Es ist sehr clunky, aber irgendwie auch lustig. Ich kann verstehen, was sich Nintendo dabei gedacht hat. Das war der Test? Das war einfach. Ich dachte, das müssen wir alles benutzen. Hab ich jetzt auch gedacht. Das war's mit dem Tutorial. Achso, es geht noch weiter. Das war erst Section 1. Piu! Guck mal, hier sind sogar die Markierungen. Jetzt mach Rede! Hallo, wir müssen aufladen. Mike. Achso, gleichzeitig. Gleichzeitig. Yo. Okay, okay, spam einfach. Spam einfach, wir haben unendlich. Leute. Los, mach Max. Los, einfach machen. Siehst du? Einfach machen. Einfach. Ey, du kriegst da nicht runter. Oh, ziehen! Endlich an mir ziehen? Ich kann nicht mehr! Ich krieg keine Luft! Bitte! Da! Ah, mein Gott! Komm mit! Du, wieso hebst du mich auf? Weil du mitkommen sollst! Jetzt kämpf! Kämpfe! Für dein Volk! Du bist schnell! Wir haben's! Ist tot! Wer hat die Bombe? Ingi, du hast die Bombe! Ingi hat die Bombe! Ingi, müssen wir an die Wand! Ah! Verdammt! Haben zu lange gebraucht. Jetzt hör auf mich! Leute, wir müssen funken. Wir müssen beide funken, komm. Soll ich machen mit denen? Hä, das geht nicht. Hä, das geht? Doch, hat funktioniert. Ja, das hat funktioniert. Mach nochmal. Hey. Mach nochmal mit dem Bogen rüber. Mach das Feuer mal mit dem Bogen hier rüber und dann mache ich das auf die andere Seite. Lass mal funken machen erstmal. Na, ich will erstmal mit dem Bogen versuchen, ob das klappt. Das geht nicht. Hä, das geht nicht mit dem Bogen. Also, jetzt. Okay, schnell, funken schnell. Machen. Ah, Mann. Okay, Max, komm her. Max, wir beide machen den hier. Nein, Max, komm her. Das geht doch nicht mit dem Bogen. Das sah gerade nur so aus. Komm, schlag. Sehr gut. Sehr gut, Danny. Mach auf. Tja, jetzt müsst... Was macht ihr jetzt, wenn ich das nicht aufmache? Ihr habt mich die ganze Zeit runtergeschubst. Lass mich los! Alter, ist das laggy. Da-da-da-da! Boah, ich hab 100er! Nee, war 50. Ingi, du brauchst hier die Bombe. Ingi, du bist der Bombenmann. Du bist der Mann für die Bombenmann. Aua! Geld! Ah, das ist eine Geldfalle! Wie hießen die denn hier? Ein Like-Like. Leute, lasst mal ein Like-Like da. So, und weiter geht's. Was passiert jetzt? Okay. Geld! Schnell! Und dafür brauche ich Geld. Schnell! Hol das Tacheles! Ingi, mach dein Timeskip aus. Aber wirklich! Das ist mein Stand. Nee, das ist mein Stand. Mein Stand ist, dass ich euch drei erscheinen lassen habe. Das ist das Ding nämlich. Mein Stand macht einfach, dass alles so laggt. Ja, das ist kein guter Stand, Iggy. Okay. Lass uns erstmal alle drei gleichzeitig drauf. Zurück, unter. Wir müssen alle gleichzeitig drauf. Ich will aber da lang. Das ist aber schön für dich. Okay, nach oben. Wir wollen nach oben. Und ich nach rechts. Ich steuere das nach oben. Okay, schön. Schön. Weiter. Ah! warte, ich helf dir. Nein, ich bin kaputt, Mann. Hör auf damit. Iggy, ich helf dir. Du musst nichts machen. Ich helf dir einfach nur. Und jetzt sammeln wir das ein.
Oh nein. Da, ba, da, oh nein, oh nein. Oder auch nicht. Mir egal. Ciao. Du auch. Er kommt ja nicht rüber, ihr schafft das nicht. Ich bin so gemein. Ich muss ihn aufheben. Komm schon. Komm schon. Ich lass dir Platz, Bluey. Boah. Ich bin draufgesprungen. Draufgestampft. Was? Wieso haben wir Geld verloren? Ich hab den schwarzen. Weil ein schwarzer Rubin war. Ah, mies. Das ist schon rassistisch, bisschen. Mach mal weiter. Alter, bitte, wie? Ingi, mach mal weiter, bitte. Können wir weitermachen? Ist das so ein... Komm, geh durch! Mein Gott. Müssen... Ja? Wollt ihr überspringen oder hä? Ingi? Ich springe. Gott, das war keine gute Idee, das Spiel zu spielen, ich bin ganz ehrlich. Da-da-da-da. Okay, ich stell mich einfach noch vor. Warte, Ingi. Ingi, ich... Ah! Komm, Max. Da, 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 da. Da ist ein Leck, pass auf. Echt? Nee. Wieso kann man die Rubine nicht mit dem Schwert einsammeln? Ist ja voll dumm. Weil das kein Smart Sword ist. Das ist kein schlaues Schwert. Warte. Einer muss den Sprung vielleicht behalten. Ich brauche den noch. Oh Gott. Hallo. Warte, wer hat den anderen? Ich hab den Magneten jetzt. Okay, Max, dann behalt du den Rennen. Ingi. Alles okay, wollen wir kurz warten? Digga. Das ist ja. Also. Das ist bodenlos. Das ist schlimmer als Mario Maker. Okay, jetzt geht's wieder. Ey. Warte, ich muss mich rüberziehen. Geht das? Warte, andersrum. Nein, jetzt kann es mal gehen. Ah, jetzt. Ey, was machst du? Ich wollte mich zu dir ziehen. Okay. Nein, auf! Du musst das erstmal andersrum machen. Du musst mich zu dir ziehen. Warte. So, jetzt ist auf Plus. Und jetzt, wenn ich nochmal drücke, ist auf Minus. Boah, Hilfe. Ja, danke. So, und das gleich nochmal mit Max. Hallo? Umgebracht, Spieler 4 hat versagt. Du hast mich umgebracht. Hä, das war aus Versehen. Mike, hallo. Im nächsten Mal kostet dich das mehr. Hä? Achso, warte, ich hab Max vergessen. Warte, Max, komm her. Komm her, Max. So, Max, komm her. Nein. Komm her. Nein? Doch, komm her rüber. Ich bin da rüber. Hä, was passiert? Bildschirm ausgeblendet. Ich glaube, Ingi hat Pause gemacht. Hä, was war's für ein Menü? Du hast herausgefunden. Hä, ich hab mich rausgerettet! Man kann die Bildschirme der anderen anzeigen lassen. Echt? Warte, wirklich? Wie geht das? Ich will das machen. Ja, ich gedrückt halten. Nein. Guck mal, Leute. Dann kann man, hat man sozusagen einen Screenshot von jedem. Ja, meint ist super, ne? So. Hau mal ab, bitte. Hau mal bitte kurz ab, Max. Danke. Bitte! Ich sterbe! Na? Ja, was na, ey, neugierig? Wie geht's dir? Ja, Leute, könnt ihr mich und Max abholen? Hä, du kannst dich darüber schmeißen, hä? Kann ich das? Doch, ich hab's doch auch geschafft. Ah. Aber du musst doch erstmal Max abholen. Geht nicht! Ich hab's mehrmals versucht, es ging nicht. Oh, ist er flüssig? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Alter. Alter! Da muss Max zurückgehen nee, und den Sprung holen, oder? Ich will. Ja. Komm mal her. Ich hätte gerne in der Ecke irgendwie so drei kleine Bildschirme, wo ich eure Sichten nicht sehe. Dann könnte ich euch helfen. Du musst zurückgehen. Ja, du musst mir aber helfen. Ja, okay. Nein! Was ist vor? Nicht schon wieder! Mike, ich meine das ernst. Ich hab nur ein ganzes Herz. Ich hab doch drei Herzen, also bei mir geht noch ein bisschen. Iggy, komm mal her. Komm mal her, Iggy. Hol dir den Mantel. Iggy, komm mal her, bitte. Du stehst unter meiner Kontrolle! Das ist die Power von Magnetus! Los. Das 3 hat versagt!
Ihr habt versagt. Das Samsung S3. Und nächstes Mal wird 200 Rubine kosten. Also magst nicht darauf sterben. Okay. Ist ja. Gut. Ist gut. Bitte, Mann, ich hab's geschafft. Man kann beim Rock sehen, bitte. Lass mich los. Max, ich hab dich vermisst. Danke. Ich hab dich nicht vermisst. Hallo? Ah, hilf mit! Oh, ein Mage! Ich mein Magnet-Attacke! Attacke! Macht doch Schaden! Wir müssen... Hä, bist eingefroren? Hilfe! Hilfe! Jemand schlag mich! Ach, danke! Was passiert, wenn wir alle eingefroren sind? Sind wir verloren? Oh Gott. Iggy? Ich glaube, Iggy ist gerade eingefroren. Hallo? Weißt du, Leute fragen mich, warum keine YouTube-Videos kommen, ne? Okay. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich glaube, es ist jetzt auch vorbei. Aber wir haben ja jetzt alles gesehen, oder? Wir hatten ja jetzt alle Items schon mal gehabt. Ja. Ja. Wer war am besten? Iggy mit 30 Rubinen, wow. Hat er nicht verdient, ey. Der hat uns sabotiert. Das war unfair. Er hat uns zwei sabotiert, Mann. Na gut, Freunde, das war Tutorial Land. Und beim nächsten Mal geht's dann richtig los. Iggy, willst du die Abmachung noch machen? Dauert. Kauft mir Geld. Was? Was ist damit gemeint? Was machst du da eigentlich? Warte, lass mal alle zusammen hier dran ziehen. Komm schon! Das perfekte Thumbnail. Ja, aber. Ja, warte, Danny muss noch. Bis wir rot werden. Ah!